Hallo Leute, ich bin der Mitarbeiter HD und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch mal wieder etwas ganz Besonderes und zwar, ja, erstmal unscheinbar das Xbox Silvestergewitter. Die meisten kennen es. Allerdings, kleine Besonderheit, ich habe über viele Umwege die neue Charge bekommen. Ja, ich bin genauso gehypt wie ihr. Gucken wir es uns direkt mal an. Ja, das alte Desaster von Xplor, das kennen wir ja alle. Das, was geliefert wurde, war ja unglaublich schlecht. Hier haben wir aber die neue Charge. Und zwar schon mal die erste Neuerung. Na, macht der Fokus mit. Wir haben eine echte graue Lunte. Na, Fokus. Fokus. Da. Sie ist nicht gerade unbedingt lang, aber ja, ich würde mal sagen, Wandung ist ordentlich. Da gibt es nichts zu meckern. Gucken wir uns nochmal einen zweiten an. Ja, gut, die graue Lunte, die könnte definitiv länger sein. Wandung ist halt. Gucken wir uns mal die Krempelung da unten an. Ja, das ist absolut, absolut ordentlich. Da kann man nichts gegen sagen. Da, gucken wir uns nochmal den Superböller an. Oh Junge. Da haben sie sich aber definitiv Mühe gegeben. Also, ja, die Wandung, guckt euch die jetzt mal an. Also, die sind definitiv unglaublich gut nachgearbeitet worden. Da jetzt Funke ja leider nichts liefern kann, beziehungsweise liefern will, wegen den bekannten rechtlichen Geschichten. Und Katan sich ja so ein bisschen, mit den 220ern, ich sag mal, arg in die Nesseln gesetzt hat. Bin ich jetzt sehr gehypt darauf. Ja, wir werden jetzt mal jeweils das ganze Set mal zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, Export Hürdenböller, neue Charge. Fangen wir mit dem D an. So, und einmal die Superböller. Also sauber, also nach dem Debakel der ersten Charge der Hürdenbälle auf jeden Fall unglaublich nachgebessert. Und ja, damit auf jeden Fall frohen 1. April euch und ja, freut euch auf das nächste Video. Auf Wiedersehen.